dem Aufruf unseres Medienpartners Kronenzeitung zum Thema Auf ins neue Leben sind im April 2008 mehr als 100 Personen gefolgt. Sie haben sich als Kandidaten zum ersten Auf ins neue Leben Vitalcoaching beworben. Davon bekamen 6 die Chance unter Betreuung von Christian Schiester und einem Expertenteam der Parktherme Bad Radkersburg ein neues Leben zu beginnen. Mit mehr Bewegung, gesunder Ernährung, weniger Stress und wesentlich mehr Lebensqualität. Ein kurzer Rückblick soll nun zeigen, wie es unseren Teilnehmern in diesen 5 Monaten im Vitalhotel und der Parktherme ergangen ist. Erkenne dich selbst war das Thema am ersten Wochenende im Mai. Die Teilnehmer sollten ihren Körper kennenlernen, in sich selbst hineinhören, sich beobachten. Wie lebe ich? Was mache ich in meiner Freizeit und wie sehen meine Essgewohnheiten aus? Dazu wurde auch ein Fitnessprofil im Mobility Check Center der Parktherme erstellt. Magister Martina Schlagbauer, Leiterin des Mobility Check Centers, ermittelte anhand der Foodtracks Körperfettmessung den Körperfettanteil. Die Medimaus zeigte auf, wie es um die Wirbelsäule bestellt ist und der Backcheck gab Aufschluss über die genauen Daten der Rumpfkraft. Die körperliche Leistungsfähigkeit wurde von Dr. Irene Rau-Oswald, Kurärztin der Parktherme, mittels Ruhe- und Belastungs-EKG festgestellt. Die Diätologin Nicole Meyer erstellte ein Ernährungsprofil. Und in einem psychologischen Erstgespräch mit dem Diplompsychologen Magister Gernot Knapp-Felber wurde die mentale Kondition abgeklärt. Bei besonderen Massagen im Vitalstudio der Parktherme konnten sich unsere Teilnehmer dann so richtig verwöhnen lassen. Um dann gemeinsam mit Christian Schiester und dem Expertenteam der Parktherme die persönlichen Ziele abzuklären und abzustimmen. Erlebe die Natur war das Thema im Juni. Wir überraschen die Teilnehmer mit einem Walken in die Murauen und einem kleinen Überlebenstraining am Liebmannsee. Den Hunger galt es, mit selbst gefangenen Fischen zu stillen. Für die Feuerstelle musste Holz gesammelt werden. Und bei Lagerfeuer und sternenklarer Nacht wurde im Schlafsack im Zelt oder gar im Freien genächtigt. Nach dem aktiven Erwachen im taunassen Gras weckte Therapieleiter Rudi Weber mit einigen Entspannungsübungen. Ein Rhythmuswechsel ist notwendig und sinnvoll und soll zu innerem Frieden und Ausgeglichenheit führen. Halte inne! Vorab mussten sich unsere Teilnehmer aber noch so richtig anstrengen, um sich dann so richtig zu entspannen und loslassen zu können. Die Gürtel wurden umgeschnallt. Und auf ging's zum Aquajogging. Am Nachmittag stand dann noch eine Radausfahrt am Programm und das gleich über 55 Kilometer. Unsere Teilnehmer haben sich wirklich tapfer geschlagen. Als Belohnung stand ein Buschenschankbesuch mit einer guten, zünftigen Jausen auf dem Programm. Aber keine Sorge, die Speisen waren natürlich mit der Diätologin der Parktherme Nicole Meyer abgestimmt. Genieße den Augenblick. An diesem Wochenende wartete eine Riesenherausforderung auf unsere Teilnehmer, denn es stand Rafting auf der Mur auf dem Programm. Der Mur entlang abwärts, über langsames Gewässer, aber auch über unruhige Wasserstellen. Die Devise war, einfach festhalten und durch. Ja.
Der Teamgeist und Zusammenhalt wurden immens gestärkt und jedem kam ins Bewusstsein, gemeinsam können wir alles schaffen. Natürlich war das Projekt für die Teilnehmer kein Honiglecken, sondern ein beinhartes Trainingsprogramm. Die Teilnehmer hatten auch täglich einen Vitalkalender zu führen und standen mit Christian Schiester und den Experten in ständigem Kontakt. Finde deine Stärken. Eine wirkliche Herausforderung, die verbesserte Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen, war der Parktherme Triathlon im August. 2, 1, los! Es galt 300 Meter zu schwimmen, 13 Kilometer mit dem Rad und 6 Kilometer laufend zu bewältigen. Vor 5 Monaten war das für unsere Teilnehmer noch unvorstellbar. Die Teilnehmer haben dabei die Erwartungen der Vitalcoaches und Christian Schiester weit übertroffen. Zum Abschluss wurden die Teilnehmer auf die Zeit nach dem Projekt vorbereitet und darauf, wie sie ihren Speiseplan zu Hause und auch zukünftig gestalten sollen. Es hat sich in diesen 100 Tagen sehr viel getan. Unsere Kandidaten sind ein beinhartes Training durchgegangen, haben hart an sich gearbeitet. Dem gesamten Team sind alle Kandidaten sehr ans Herz gewachsen. Und es interessiert uns natürlich, wie es ihnen weitergeht. Wir wünschen ihnen von Herzen alles Gute auf ihrem Weg ins neue Leben.